professionellen Set Zeit ist, um Fragen und Antworten zu bekommen. Emmerle! Na, anstrengend? Ja, schon ein bisschen. Darf ich dich mal fragen, das ist jetzt so wahrscheinlich der erste Film, wo Familie gar nicht am Set ist, ne? Sonst ist ja meistens Papa auch Regisseur und so. Ist es anders, ein anderes Gefühl? Also ich finde nicht so, weil ich habe ja die Steffi dabei, meine Kinderbetreuer. Das ist schon so wie eine große Schwester für mich. Und man gewöhnt sich ziemlich schnell an Maske und Kostüm und so. Also es ist schon so ein bisschen wie eine zweite Familie. Wie doll musst du dich vorbereiten auf so eine Rolle? Sitzt du da tagelang irgendwo in deinem Zimmer auf dem Bett mit einer großen Tüte Chips und Pfefferminztee und lernst deine Texte oder wie machst du das? Ich krieg die Szenen, die ich am nächsten Tag mache. Hey, du musst weitermachen. Bis gleich. Tschüss. Wahnsinn. Und zack, und los. Und zack, und hier, und hopp, und zack, und hopp, und die Rucksäcke, und alle. Und ja, und jetzt nochmal, und los. Wahnsinn. Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben den ganzen Tag drauf gewartet. Der Schuldirektor fliegt die Treppe runter. Das ist natürlich kein echter Heino Ferch, sondern das ist der Stuntman. Und Action! Und Achtung, wir drehen. Gucken! Üben! Läuft. Ist ja geil. Aber das muss ich auch mal ausprobieren. Halt mal kurz. Oh. Ich kann es besser als der, wa? Ich bin halt Stuntman. Hat nicht wehgetan. Du bist hier der Stuntman sozusagen für den Heino und du musst die Treppe runterfallen, ne? Genau. Ist sowas schwierig für dich, so eine Treppe, oder ist es eher lächerlich, wo du sagst, so, ey, könnte man auch selber machen? Ja, Treppenstürze sind so das Schlimmste, was man als Stuntman machen muss. Wirklich? Ja. Ist es nicht irgendwie so aus dem Helikopter springen, vom Auto überfahren werden? Na, da greifen andere Sicherheitsmaßnahmen, die man so bei einer Treppe nicht hat, die ist recht unberechenbar. Okay. Und die Treppe jetzt hier ist unberechenbar? Die ist genauso hart und eckig wie jede andere Treppe auch. Man muss schon wissen, was man tut. Du hast doch da was drunter, oder? Natürlich. Erzählen wir doch den Zuschauern nicht. Ach so, das erzählen wir doch den Zuschauern nicht. Du hast doch da gar nichts drunter, nicht? Nein, ich mache einfach nur Yoga. Ja, geil. Bis später, tschüss. Du hast mal gesagt, dass du sagst, okay, das Schauspiel, das kommt halt einfach so, wie es da ist. Ist es denn inzwischen dein absoluter Traumberuf? Also es ist natürlich schon anstrengend und ich glaube, nächstes Jahr mache ich auch keinen Film, weil ich hatte jetzt 2 Sommerferien lang keine Sommerferien. Und es ist nicht mein Traumberuf, es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich glaube, das ist nicht so was, was man für immer macht. Was ist denn ein absoluter Traumberuf? Ich fotografiere gerne Menschen und Landschaften und Tiere. Also generell fotografieren gerne. Und auch sowas, womit ich Menschen helfen kann. So Ärztin oder sowas. Also eine fotografierende Ärztin? Ja. Was war euer Lieblingsessen bisher, was es bisher gab? Fleisch. Nudeln. Gut, bei dir? Die Bratkartoffeln, die sind sehr lecker. Wir haben da besprochen, dass die Klopse sehr lecker waren. Die Klopse? Ja, Klopse. Okay, wer ist hier die Spaßkanone? Oscar. Eine große Fantasie und eine wirklich große Fantasie und kann auch sehr viel reden. Muss nicht immer stimmen, aber er kann viel reden. Hauptsache reden. Jetzt kommt noch eine nächste Frage. Wer von euch ist ein Morgenmuffel am Set? Gibt's da einen? Warum? Du? Ich hasse früher aufstehen. Nein, wann müsst ihr mal aufstehen so als Schauspieler? 6:30. Alter Schwede, ist ja fast wie in der Schule, oder? Schlimmer. Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Wann? 6:25 heute schon. Oder war sie 5 Minuten, als sie dich getoppt? Ist manchmal so.
Das war ein ganzer Tag am Filmset von Conny. Schön, dass ihr da. Das war ein ganzer Tag am Filmset von Conny mit Hanna Schweiger. Hanna, Emma. So, das war ein ganzer Tag am Filmset von Conny mit Emma Schweiger. Schön, dass ihr da wart. Das hast du aber schön gesagt. Vielen Dank. Finden wir auch. Ja, und bald kommt der Film in die Kinos. Hast du noch was dazu zu sagen? Reingehen lohnt sich. Korrekt. Und wir hören jetzt ab. Bist du froh? Ja. Na, siehst Nein. du. Was? Natürlich nicht. Ah, hast du aber schön gesagt. So, check. Reicht jetzt hier. Ja, alles klar. Alter, ich hab schon ganz blaue Arme. Tschüss jetzt.